sind heute hier die ganze Woche in Haßfurt und Umgebung unterwegs mit der Gelder und Sorg Speed 4 Meisterschaft. Und wir sind auf der Suche nach dem schnellsten Grundschüler und der schnellsten Grundschülerin. Und die Kinder können sich für Samstag für ein großes Finale qualifizieren. Schau, jetzt schau mal, ob du dich verbessert hast. Oh, klasse. 0,09 Sekunden schneller. Super. Klasse. Hat's euch Spaß gemacht? Ja! Wollt ihr wissen, wer im Finale ist? Ja! Jetzt habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Welche wollt ihr denn zuerst hören? Die gute! Die schlechte, oder? Ja! Okay, Schlechtes. Und zwar die Angela, der Sven und ich, tust du dein Heftchen weg, setz dich drauf, haben jetzt im Computer nachgeschaut und es hat noch nicht für alle fürs Finale gereicht. Bei manchen war es ganz knapp. Aber als gute Nachricht bieten wir euch jetzt einen Entscheidungslauf an. Das heißt, der oder die Schnellste darf gegen den Sven, die Angela oder mich laufen und ist derjenige schneller, dann seid ihr alle im Finale. Ist er aber langsamer, dann ist keiner von euch im Finale. Wer traut sich denn? Wer war denn ganz schnell? Soll die Maya für euch laufen? Dann müsst ihr aber die Maya wirklich anfeuern, ne? Eine Zeit von 5,1 und eine Zeit von 5,2. Welche Zeit braucht denn die Maya, dass ihr alle im Finale seid? 5,1! Okay. Die Maya hat die Zeit von 5, wollt ihr es wirklich wissen? Ja! Die Maya hat die Zeit von